macht die halbe Truppe benommen. Jetzt sind alle benommen. Okay, Rulana ist natürlich nicht mehr benommen. Gehen wir mal hier. Oh, hier ist das zweite Teil. Ja, der rechte Funken. Dieser Flügel stammt offenbar von der Statue des mächtigen Drachens Umbrakor. Ich find's lustig, wie die Artefakte einfach so auf dem Präsentierteller liegen. Hi. Alle mal hergehört. Ich versuch mein Bestes. Folgt mir. Deception. Gott, dass man den Novizen immer noch hier unten hören kann, ist ja krass. Bei meiner Axt. Na klar. Amazone für die Königin. Für Ronka. Okay, ja. Vorgrim steht mitten in der Amöbe drin. Das ist unpraktisch. Oh, ich bin wieder benommen. Wie gesagt, der Geruch geht jetzt nur durch Seife weg. Amöbe in der Richtung. Was gibt es in der Richtung? Noch mehr Amöben. Ich versuche mein Bestes. Bei Angrosch. Lass das mal vorgriffen. Für Ardor. Alle mal hergehört. Candidus. Gerade, wie viel Bolzen hat sie noch? 5. Sie ist wirklich sehr gut darin, Bolzen zu verschießen. So, hier geht's runter. Ich glaube, wir haben den Ort gefunden, wo die Amöven herkommen. Für die Königin. Für Ronka. Folgt mir. Archwart. Gute Entscheidung. Ja, die Amöbe nennt sich hartnäckig. So. Eine Haarnadel für Gladys, einen Ring zu verkaufen. Oh, Spinne? Das bin ich, Phorax. Bei Angros. Amazone für Phorax. Die Königin. Für Ronka. Na klar. Ja. Okay, mehrere Spinnen. Ja.
die Sache in die Hand. Spinnenfangzähne und Seidendrüsen. Alle mal hergehört. Ich mach das schon. Ja, mit dem Küchenmesser können wir sie auch noch ausnehmen. Genau, kriegen Giftzähne noch mehr raus. Also, dass wir hier unten auch noch ein Spinnennest entdecken, ist schon krass. Alle mal hergehört. Wie gesagt, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Also jetzt zum Beispiel an das Spinnennest kann ich mich hier unten gar nicht mehr erinnern. An die Amöben konnte ich mich noch erinnern. Aber das Spinnennest... Ja, und Gladys hat keine Munition mehr, was aber nicht so schlimm ist. Seidendrüsen lassen sich gut verkaufen. Giftzähne und Spinnenfang... nein, da wollte ich nicht hin. Spinnenfangzähne sind eher Zutaten. Nö, kann man an einen Händler verkaufen. Okay. Alles klar. Oh, wir wurden mal vergiftet. Ich mach das schon. Man merkt, die sind leichter als die Amöben oben. Einfach, ja, weil es wirklich so ist, wenn man auf Amöben einhaut, ist es so, als ob man auf Schleim einhaut. Speichern wir mal lieber sicherheitshalber hier. Okay, hier sind viele kleine Smaragdspinnen. Na klar. Kann die durch. Vorrat. Das war keine Munition mehr, aber du kannst theoretisch noch schießen. Theoretisch noch zaubern. Vorrat. Wenn die Spinnen überleben würden. Nee, tun sie nicht. Und die Sache ist halt, die kleine Smaragdspinne bedeutet, dass sie auch noch eine große rumwuselt. Ich helfe. Ja, wir sind jetzt gerade in der Höhle. Die Gruft haben wir noch nicht ganz fertig. Kuppelhalle, da sind wir reingekommen. Hier haben wir noch einen Aufgang. Bibliothek. Hier haben wir nur die Seite. Mal gucken. Erstmal hier die Spinnen noch auseinandernehmen.
Ich nehme die Sache in die Hand. Okay. Nochmal Quick Save machen. Kann man irgendwie da. Ja, man kann hier hoch. So, die Frage, da oben gibt's doch garantiert nichts. Nee. Folgt mir. Die Zemption. Machen wir mal etwas mehr Licht mit Gladys. Ach, und da ist sie ja auch. Alles klar. Astus. Also ja, die Smaragdspinne, die könnte etwas gefährlicher werden. Lass das mal Vorgrim machen. Für Ardo. Vorgrim versucht sie mal umzuwerfen. Phorax. Da! Ja, kann sie durch. Ein Zwerg, ein Loch. Für die Königin, für Andra. Ich versuch mein Bestes. Ja. Das bin ich. Also ja, Gladys, du hältst deine Astralpunkte mal zurück für den Fall, dass wir Vorgrim heilen müssen. Wobei, noch sieht's gut aus. Einer weniger. Ich mach das da entlang. So, was kriegen wir aus dir denn raus? Nichts Besonderes. Und auch nur 3 Abenteuerpunkte. Wer sei eine dicke Spinne? Das sind nur 3 Abenteuerpunkte. Ah, und hier ist der Rumpf der Umbrakor-Statue von dem roten Schlechter. Na klar. Hinter mir bleiben. Ja. Ich habe sie alle gefunden. Setzt mal die 3 Teile zusammen, erhält mal eine Statue des Drachengottes Umgarkor. Ein wirklich beachtliches Kunstwerk. Ich sollte Hofmann Dorian alle Fragmente der Statue übergeben, damit er sie wieder vereinigen kann. Dann wollen wir sehen, ob das Orakel tatsächlich zum neuen Leben erwacht. Mhm. Ein Teil der Statue des Umbrakor. Von diesem mächtigen Drachen brauchen sich nur jene zu fürchten, die so viel Macht an sich reißen, dass sie das Gleichgewicht der Welt zerstören. Ja. Kultisten durch einen Auftragszettel. Ja, und Spinnenfangszene kann man nicht so leicht weit stacken. Ich befehle dir im Namen des Drachen, nimm dieses Päckchen mit Amöbensporen und platziere es tief in den Gewölbe unter dem Tempel des der Hinsinde. Pass aber auf, dass dir nichts passiert. Ich brauche dich hier noch. W. Also W wie Quagnitz. Das heißt, er ist hier wahrscheinlich reingekommen, irgendwie durch das Gestrüpp. Hat die Amöbensporen platziert. Hat einen Teil der Drakorian-Statue klauen wollen. Der Umbrakor-Statue klauen wollen. Und bei seinem Versuch zu flüchten, wurde er von der Smaragdspinne überrascht und gefressen.
Also versucht Wagnitz wirklich mit allen Mitteln die Drachenqueste zu sabotieren. Dann ging es nicht weiter. Das heißt, wir können jetzt wieder nach oben und uns durch die restlichen Amöben kämpfen.